Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem ganz neuen, super tollen Video. Ihr werdet es wahrscheinlich schon ahnen und ihr habt das vorher schon gesehen, aber warum drehe ich mich dann zum Vlog? Ich habe keine Ahnung, warum ich mich zum Vlog gedreht habe, denn ihr seht sowieso beim Thumbnail, wie das Vlog schon aussieht. Aber damit das Video halt ein bisschen länger wird, damit die Leute glauben, ich stelle recht viel vor beim Vlog hier. Okay, das war gerade ein bisschen blöd, aber wir haben jetzt endlich das Vlogear PPP V3 fertig. Das V3 One Plus, nee, heißt es nicht, es heißt Plus One. Es ist also Plus, also Plus und One 1, also es ist das PPP V3 One Plus. Warum sage ich immer One Plus? Plus One heißt es, und ihr könnt dann nochmal entscheiden, was ihr eigentlich verbessert haben wollt bei diesem Vlogear. Also einfach unten in die Kommentare schreiben, das Vlogear zu wenig Feuerkraft, das Vlogear hat schlechte Stich oder es fehlen hier und da Pistons, weil die können recht gut schützen. Das werde ich dann halt einfach machen, und ja, das war's dann eigentlich jetzt schon. Und dann kommt das Plus 2. Das Plus 2 sieht dann anders aus, hat wahrscheinlich auch noch eine andere Farbe. Wir kennen es ja schon vom PPV 2, das Black Edition und die White Edition. Ich fliege mal rum ums Vlogear rum. Hinten ist leider wieder mal nix. Viele haben gefragt, wo bleibt denn das V3 jetzt eigentlich, weil ich habe ja vor ein paar Monaten einen Zwischenstand hochgeladen. Ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich setze mich einfach hin und baue jetzt innerlich noch weiter, weil äußerlich war es im Prinzip eigentlich schon fertig, also nicht ganz fertig. Zum Beispiel hier die Seitenwand war nicht, die obere Wand war nicht, die hintere Wand war nicht, also die Front bis hier war es, bis hier. Wir haben wie viele verschiedene Kanonen drin? 1, 2, 3, 4 verschiedene Kanonen. Viele werden jetzt fragen, das sieht aber, es sind aber nur 3 verschiedene Kanonen. Wir haben 2 Lupf, die sind links und rechts hier. Wir haben hier 3 Stich, 32er Stich. Dann haben wir hier nochmal eine Stich, die hat da nochmal reingepasst. Vor allem, ich brauche ja auch irgendwie, muss ich den Bereich auch noch abdecken. Und ich brauche da auch irgendeine Kanone, weil die Verzierung, weil man sieht hier, sonst wäre da alles weg und da wäre es nur schwarz, das wäre ein bisschen blöd. Dann haben wir oben 3 Lupfkanonen vom alten PP noch übernommen. Ich weiß, übernommen, aber vom PPPV4. Wenn man da schon drüber reden kann, ja, ich rede jetzt einmal drüber, kann ich schon mal gleich sagen, es werden andere Loop verwendet und andere Stich wahrscheinlich auch nochmal. Die sind ein bisschen buggy, weil die jagen sich manchmal selber hoch und da haben wir halt das Problem. Deswegen werde ich vorher die Loop-Kanonen abschießen, die zwei Kanonen und dann noch die 3 Loop und dann erst die Stich, weil das sind irgendwie buggy Stichs oder wie kann man das so sagen, buggy Stichs. Auf jeden Fall, hier haben wir dann unseren Eingang. Dieser ist mit Haken geregelt. Den kann man auch nochmal zusperren, weil sich viele beschwert haben: Ah, Daniel, du baust hier immer so wenig Technik ein und so weiter und so fort. Wir haben ja auch noch einen Signalverlängerer drin, so vom Comparator. Kennen vielleicht einige. So, geht wieder zu. Dann haben wir hier eine Treppe nach oben und wir sind hier beim allerersten Stock mit der normalen, normalen Lupf schon wieder. Die 4 Breite, also eigentlich im Prinzip 4 Breit, ich meine 8, 6 Breit, Entschuldigung, 6 Breit, weil durch die Gänge, dass man hier Delay verstellen kann. Dann auf der anderen Seite haben wir das gleiche. Und ja, dann geht es hier nach oben. Wir haben hier leider das Problem, wir müssen 2 Gänge gehen, damit wir überhaupt zu dieser Etage kommen, weil ja, sonst muss man da unten hin. Da haben wir dann einen Stich, damit habe ich schon mal geschossen. So sehen die Stichs aus, die eine oder andere kennen sie von der PPV2. Kommt nochmal ein Ding hinter. Hier kommt es dann zur Brücke. Also Treibler kommt da oben hin. Entschuldigung, ich rede nie aus. So, hier oben geht es nach oben. Haben wir auf 2 Seiten. Dann geht es hier zur süßen kleinen Brücke. Wir haben hier Schaden rechts, Schaden links. Dann haben wir Eingang sperren. Den sperren wir mal. Und dann schauen wir, ob der gesperrt ist. Diesmal hat man keine Funktion, den Alarm auszuschalten. Es ist ein Alarm dabei. Der tönt allerdings nur für ein paar Sekunden, weil das ist schon recht nervig. Ah, jetzt habe ich... ich habe was vergessen. Und zwar habe ich vergessen, ob das funktioniert. Ja, okay, funktioniert. Denn ich habe das Vlogear ja vergoldet. Also äußerlich, das ist Klotz. Und innerlich bei den Gängen. Dann habe ich einfach alles... alles markiert und replaced, deswegen habe ich jetzt mich gerade gefragt, ob das jetzt auch funktioniert mit dem Eingang, ob das versperrt wird, aber das ist versperrt. Dann haben wir hier nochmal Licht an und aus von der Brücke. So, leider komischerweise bleibt dieses Licht immer an, kann es vielleicht deswegen liegen? Nein. Das sind die Scheinwerfer, die haben wir schon kurz mal gesehen. Hier vorne ist auch nochmal Licht, wenn ihr fragt. So, da man ausguckt, der erinnert sehr an das V14, finde ich, also weil
gab es ja auch diese coole Brücke, weil das war 14.8. Das ist ja. Also da müssen selbst die Leute zugeben, die Haters von mir sind oder Typen einfach, die mich nicht mögen. Das war 14 war wirklich auf jeden Fall kein schlechtes Wargear. Auf jeden Fall. Ja, Stich halt. Ja, dann geht's immer nach oben. Auf der anderen Seite haben wir dann hier den Gang zur anderen. Das ist hier, wie schon gesagt, eine Stich, also keine richtige Stich, wo das Delay komischerweise auf jeden Fall falsch ist. Es ist halt einfach nur so eine ganz schnell gebaute Stichkanone, eh nichts Besonderes. Aber ich habe mir gedacht, ich muss ja irgendwie den Bereich noch abdecken von Kanonen her. Vor allem, wenn dann Tuni da wieder herkommt und sagt, ja, naja, das geht hier nicht. So, da haben wir hier dann noch die zweite Stich, weitere Stich. Die einzige Stich, die wirklich funktioniert hat, what the fuck, die einzige Stich, die wirklich richtig funktioniert hat, war die Stich auf der anderen Seite. Also die zwei haben sich hochgejagt, die andere, die dritte Stich dann, die letzte, wo ich da abgeschossen habe, hat funktioniert. Deswegen ist das so eine 50-50 Chance. Hier ganz weit oben haben wir dann die Lupfkanonen. Das sind noch die normalen Lupfkanonen, wie wir hier sehen können. Bloß, dass sie ein bisschen mehr, einen kleineren, besseren Stich haben. Und ja, so sieht das Wargear nochmal von außen aus. Wie gefällt euch das Design diesmal? Ich habe mich, wie schon gesagt, ich gebe mich immer mehr Mühe zum Wargear. Also ich habe dann auch gedacht, ich wollte hier nochmal das noch ein paar Blöcke nach oben setzen. Also noch ein paar Blöcke nach vorne, meine ich. Das ging leider nicht mehr, weil hier ja schon aus war. Auf jeden Fall ja, kommt jetzt der Beschusstest und ich würde sagen, da mache ich jetzt einen kleinen Cut. Und ja, dann ciao Leute, bis zum nächsten Video. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt beim letzten, bei der letzten Aufnahme, also kurz vor dem Cut gesagt, bis zum nächsten Video. Ich meine, das ist nicht so. Es kommt dann natürlich noch der Schusstest. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt erstmal rein. Hoffentlich habe ich den Gang wieder aufgesperrt. Müsste aber so sein. Ja, habe ich so. Anscheinend gefällt euch Let's Test sehr gut. Wollt ihr eigentlich mehr Let's Test? Könnt ihr auch mal gleich unten in die Kommentare reinschreiben. So Kategorien, so. Wargear-Verbesserung, Doppelpunkt, Wargear hat zu wenig Verzierung, dann noch die nebensächlichen Fragen und sowas, aber ja, so, wir schießen jetzt einmal die Kanonen ab, also die Stichkanonen als letztes, wie gesagt, die können sich hochjagen. Wow, so, ist eine Höhenstrahl, ganz normal, wie gesagt, deswegen verwende ich auch bald eine andere, da sie recht nicht tief kommt. Ich habe hier noch so eine Art Public Lupf, die habe ich im PBV 1 genommen. Die war ja auch relativ gut. Und glaube ich PBV 2, glaube ich auch nochmal. Ja, müsste PBV 2. Müsste auch noch was drin sein. So, wir gehen jetzt einmal zu die Stichkanonen hier seitlich. Hoffentlich stimmt das Delay diesmal. Ich weiß nicht, manchmal sind die Kanonen ein bisschen buggy, dass das nicht ganz hinhaut. Aber das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Ah, verdammt. Man muss mit der immer zweimal schießen. Also manchmal, also nicht manchmal, sondern oft. Ich stelle bei der anderen ein bisschen kürzeres Delay ein, also vielleicht hilft es da irgendwie, keine Ahnung was mit den Kanonen ist, man muss halt öfter schießen, habe ich so das Gefühl, dass die wirklich erstmal einen richtigen Schaden macht, weil sind wir mal ganz ehrlich, das ist ein richtiger Schaden, aber ich musste halt irgendwie die Kanone, also irgendwie das zustopfen, aber wenn man öfters damit schießt, ja, dann kann man sich nicht durchbauen, also das ist auf jeden Fall nicht so, dass man da jetzt sagen kann, ach, das ist eine scheiß Kanone. Weil die normalen Stiche hätten dann nicht mal reingepasst. Jetzt kommen die Lups. Genau, nee, nicht die Lups. Und schon wieder sehen wir, dass die Kanonen einfach nur an die Front fliegen. Ich das hasse. Ja, Leute, ich hasse sowas. Die fliegen aber beim Fight, also da muss ich jetzt ganz wirklich ehrlich sagen, die fliegen beim Fight weiter hinten, also eher in die Mitte. Da fliegen die. Ah, guck mal, ungefähr da, wo die zwei TNT gelandet sind, da ungefähr fliegen die hin. Das Problem ist, ich weiß nicht warum, aber irgendwie komischerweise ist es so. Beim zweiten Schuss stechen sie sich dann rein. Also, ja. Und deswegen werden auch noch andere Artillerien verwendet, da sie leider komischerweise immer buggier werden. Ich weiß gerade gar nicht, wie man das sagt. Da sind das TNT verschwunden. Wann war das TNT wirklich verschwunden? ETF? TNT verschwunden. Pff. Ja gut. Wieso? Ach egal, ich glaube, da wurde das TNT resettet. Das wird ja auch bei Black Planet manchmal, dass das TNT resettet wird. So, und dann
feuern wir ab. Jetzt aber, oder? Ja, da so. Wie gesagt, beim Falsch schießen die ein bisschen besser, aber man hat auch keine hundertprozentige Garantie, denn in manchen Arenen leider ist ein bisschen komisch. Also da ist es leider nicht so, dass es gut funktioniert. So, jetzt kommen wir zu den Stichs. Die sind eher die schlechteren Hochjagdkanonen eher. Deswegen bin ich der Meinung, Stichs werden heutzutage immer blöder, weil sie auch immer mehr hochjagen, weil die wollen ja immer mehr Technik. Wahrscheinlich wird die hier nicht hochjagen. Oh, nicht mal. Kann sein, dass jetzt alle mal funktionieren. Oh, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Also, auf jeden Fall, ja. So, haben wir da oben noch was? Nee. Dann gehen wir da mal hin. Ich habe ja eigentlich alle Kanonen vorab geschossen. Da fehlt halt nur die Kanone in der Mitte. Dann gucken wir uns das Schadensbild an, was die Kanonen machen. Stichkanonen, ich weiß nicht, Leute, wie findet ihr die Stichkanonen eigentlich? Also sind die noch überbewertet oder sagt ihr eher, dass, oh ja, Stichkanonen? Oder sagt ihr, nee, Stichkanonen überbewertet, das ist ja vollkommen blöd, warum Stichkanonen einbauen, warum keine SFA oder sowas oder so weiter und so fort. So, und wie wir sehen, wird der ganze Bereich abgedeckt. Das wollte ich mit dem Morgi erreichen, weil Tunida hat ja schon gesagt, dass das V1, das Public V1 natürlich, überhaupt gar nicht, also überhaupt schlecht trifft, also andere Morgis trifft. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann werde ich das jetzt in das PPPV3 einfach einbauen. Und ja, die seitliche Stich hier ist für Kanonen, die so mittelmäßig liegen. Man kann auch natürlich einen Sprengkopf hinterherhauen, das ist bei diesen Kanonen relativ gut, weil die sind ja relativ stark. Aus in der Tiefe des. Ich weiß nicht warum, aber damals haben die einen 30er Stich gemacht, aber heute irgendwie nicht mehr. Muss ich auf jeden Fall sagen, ich muss dann halt immer wieder neue Kanonen entwickeln. Ich bin leider hinter der Zeit. Aber das Bock sieht auf jeden Fall schön aus. Was würdet ihr in der Plastü-Version machen? Was soll ich da verändern? Das könnt ihr dann ruhig in die Kommentare schreiben. Und ja, das war's dann mit dem Video. Und ja, dann schreibt mir auf jeden Fall das Kommentar, wie euch das Design gefällt, wie euch die Kanonen gefallen. Ich weiß, die Stichkanonen, also vor allem die hier, sind scheiße und die hier sind scheiße. Das Einzige, was eigentlich richtig gut ist, sind eigentlich die zwei Lupfs und die drei Artillerien, weil. Also ich muss wirklich zugeben, also ich meine es jetzt wirklich ganz ernst, dass die Kanonen hier in der Mitte treffen, hier so. Ist auch nicht das Beste, aber sie treffen wenigstens, vor allem weil sie auch dann hier so streumäßig über fast die ganze Fläche gehen. Aber auf jeden Fall war es das jetzt mit dem Video und wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, wenn nicht, dann nicht. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut es und ja, dann ciao Leute, bis zum nächsten Video. Ciao.